Warum gibt es Semesterferien? Na, damit sich das Schuljahr teilt. Damit man weiß, wann das Semesterzeugnis kommt und vor allem eine Woche ausschlafen. Tatsächlich wurden diese Ferien 1973 eingeführt, um Energie zu sparen. Manche verwenden auch heute noch den Begriff Energieferien. Man spart sich eine Woche lang, die Schulen zu beheizen. Dieser Energiespargedanke löste einen wahren Boom aus. Schlecht gedämmte Gebäude zu sanieren. Das war der Beginn des Siegeszugs von Styropor, das zu lediglich 2% aus Polystyrol und zu 98% aus Luft besteht. Styropor kann man ganz leicht herstellen. Dazu benötigen wir den Rohstoff expandierbares Polystyrol. Damit befüllen wir ein Tee-Ei und kochen es. Die Polystyrolperlen blähen sich bei Hitze durch das enthaltene Petan auf etwa das 50-fache ihres ursprünglichen Volumens auf. Das Ergebnis ist ein selbstgemachter Styroporball. Solche Platten werden aus Styropor hergestellt. Dafür braucht man zwar Rohöl, aber insgesamt erspart man sich sehr viel Energie. Werden Sie nachträglich diese Platten auf einer Hausfassade angebracht, erspart man sich in 10 Jahren bis zu 120 Liter Heizöl pro Quadratmeter Wandfläche. Also, dämmen lohnt sich. Und nun schauen wir uns unseren Styroporball an.